Gut, ja, sicherlich. Hallo, ich bin jetzt Franz Beckenbauer. Ja, genau, ich sitze hier in meiner Bayern-Ecke, richtig, ja, wo ich also quasi jedes Bundesligaspiel, bevor ich es tippe, ja, bei meinem Lieblingssport, dem Rasenschach, schon einmal vorspiele. Ja, genau. Ja, gut, ja, ich habe das Spiel zum Beispiel hier mal Augsburg gegen Borussia Dortmund, habe ich mal aufgestellt, richtig, ja. Das hier vorne, das sind die ganzen Augsburger Bauern, ja. Dann haben wir hier mit dem blonden Schopf, das ist der selbsternannte König von Borussia Dortmund, das ist der Jürgen Klopp. Daneben die Dame, das ist, ja, das ist Susi Zorg. Und dann haben wir hier dieser, der macht große Sprünge, und zwar 1, 2, 3, das ist Patrick-Emerick Aubameyang, ja, der Spider-Man hat quasi die Augsburger Fliegen im Alleingang in sein Netz gelockt. Ja, für die Frankfurter hätte es zum Bundesliga-Start nicht härter kommen können, ja. Genau, richtig, ja, 6:1 haben die Berliner sich von der Platte gefegt. Ja. Ich meine, Berlin hat immer noch keinen fertigen Flughafen, aber den brauchen sie auch gar nicht. Ja. Diesen Höhenflug, ja, der geht auch ohne Startbahn. Ja, wisst ihr, was das ist? Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? Ja, das ist eine klassische Pattsituation. Das ist das 3:3 zwischen Schalke und dem HSV. Richtig, ja, genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass der Keller von Schalke momentan mit der A-Jugend spielen lässt, war das gar nicht so schlecht. Richtig, ja. Ich meine, man muss einmal ganz ehrlich sein, ohne den Hunderler, also wenn sie den nicht hätten, dann würde es für die Schalke also maximal zu einem Mittelfeldplatz der Herzen reichen. Ja, und das hier, das ist die Partie in der Allianz Arena. Hier drüben sieht man wunderbar die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Und das hier, das ist der FC Bayern. Eine brünstige Bestie. Ja, der Tyrannosaurus Pep. Ja, und wir haben also das Spiel natürlich relativ deutlich gewonnen mit 3:1. Was mich sehr gefreut hat, das waren die zwei Elfmeter. Ja, so ist es halt. Ja, wenn der erste beim FC Bayern nicht reingeht, ja, dann gibt es halt noch einen zweiten. Ja, da brauchen wir nicht neidisch sein. Das haben wir uns über die Jahre, haben wir uns das erarbeitet. Apropos neidisch, liebe Dortmunder, wir haben uns jetzt mit dem Aubameyang angefreundet. Ja, richtig, genau. Diesen Lewandowski, den wollen wir gar nicht mehr. Und was wir auch nicht mehr wollen in der Liga, das sind nicht gegebene Tore wie in Hoffenheim. Aber dazu, zu Hoffenheim und all den anderen Vereinen, mehr in der nächsten Woche. Euer Franz Beckenbauer. Ja, Schweini, wo kommst du denn her? Die Mir San Mir Bayern haben Pep Guardiola. Matze Knob, das passende Outfit. Wir haben Pep, das neue Kultshirt des Kult-Comedian. Lass dich anziehen. Wir haben Pep, das Matze Knob-Shirt. Hol's dir jetzt gleich hier bei uns im Bildshop.